Na los, kommt schon, Leute. Oh, okay. Schon stark, oder? Vor allem, wie viele Lebenspunkte die Gilde hat. Schaffen die das? Hier sieht's doch sicher aus, oder? Verdammte Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider habe ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Berechtigterweise. 100%. Ja gut, dann war das wirklich die Lösung. Wundert mich jetzt ein bisschen. Mal ganz kurz. Hier ist das die Kurtisanen auf. Ja, da sind sie. Oh Gott. Das sind aber viele. Machen wir noch eine Sequenz, oder? Eine geht noch. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Hier hätte die optionale Aufgabe eher gepasst. Beim den Senator folgen, aber seine Rückzahlung zum Bankier bringt. Ach, der seine, Entschuldigung, Rückzahlung zum Bankier bringt. Während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Also jetzt noch nicht, oder? Oder gilt das ab jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, es gilt noch nicht. Es gilt ab da oben. Das ist auch fair. Egidio, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und, was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Großzügig er ist. Was sagtet ihr? Nichts. Nicht provozieren, bitte, ja? So. Nicht den Boden berühren, das wäre eine Aufgabe.
Ja, leichte Orientierungsprobleme da unten. Rom ist groß, ne? Zwar knapp. Ja, genau so. Okay. Der heilige Stuhl. Kann man falsch verstehen. Wo lang? Betrifft die minimale Ärmellänge von Frauenkleidern in der Öffentlichkeit. Okay. Hudite, Hudite. Hudite. Genau, Ezio, er schießt den Mann, den wir verfolgen. Meine Güte. Bitte ganz viele Bolzen. Zwei. Und ich sag's euch, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, auf die Armbrust verzichten zu können. Assassin's Creed 2 komplett ohne Armbrust, unvorstellbar. Echt der Wahnsinn. Nein, das war nicht knapp. Vollkommener Quatsch. Beim Pantheon. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Hauptsache, er wollte das Geld nicht abgeben. Ich habe bezahlt. Er zählt das Geld. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier. Ich darf den Boden berühren. Ja, bei der Verfolgung. Die ist vorbei. Okay, sehr schön. Das müssen wir nur irgendwie da reinkommen. Das Pantheon über das Dach infiltrieren. Da oben waren wir lustigerweise schon mal. Wisst ihr noch? So. Da müssen wir hin. Er muss das Geld von allen Kunden des Bankiers sehen. Hat er das nicht schon getan? Er hat es wohl nicht aufgestellt, wenn er etwas gestohlen hat. Die Güte ist wieder zurück. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, bevor der fertig wird. Wir wollen, soweit ich das verstehe, den Söldner bzw. die Garde ersetzen und dann so persönlich zum Bankier kommen. Halt das hier. Die Wache töten, ohne bemerkt zu werden.
So, die Klettertour hier kennen wir ja bereits. Ey, der hat bezahlt. Wie gemein ist das denn? So. Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Luigi. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn. Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Kleider machen, Leute. Zu Gast in Rom. Als Träger der Truhe verkleidet, die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktion der Wachen können helfen, den richtigen Weg zu finden. Das Ziel in weniger als 3 Minuten erreichen. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja, die... Hey, Signore, geht es euch gut? Er geht in die falsche Richtung. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Wir sind auf Kurs. Ist das nicht die falsche Richtung? Hä? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben. Mit Verlaub, Signore. Ich weiß nicht, wo ihr hingeht. Wo gehen wir hin? Jetzt machen wir Zeit gut. Was haltet ihr davon, wenn wir es mal neu starten, damit wir nicht direkt von den 3 Minuten ein Drittel verschwendet haben? War ja mal äußerst doof. Wir sind auf Kurs. Aber schick, oder? Die Rüstung? Jetzt machen wir Zeit vergessen. Wir sind auf Kurs. Ja, warum denn? Ihr wollt mich auch warm nehmen, oder? Die haben doch gerade eben gesagt, das ist richtig. Und jetzt ist es doch falsch, oder was? Gar nicht so schlecht aus, die Rüstung. Jetzt machen wir Zeit gut. Gleich sind wir da. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir sind auf Kurs. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wo gehen wir hin? Gut, die Stadt ist verwirrend, aber das. Ey, könnt ihr mal euren Mund halten? Ist das nervig gerade, ne? Lauft doch vor, wenn ihr so Probleme habt. Also ohne Spaß, ne? Ich bin gerade echt verwirrt. Die sagen, der Weg ist richtig, dann gehe ich den Weg weiter, dann sagen die, der Weg ist falsch. Das ist gerade ein bisschen... Ne? Merkwürdig. Mit Verlaub gesagt. Jetzt machen wir Zeit gut. Bald sind wir hier fertig. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Hä?
Ich hoffe, die lassen uns mit. Wo gehen wir hin? Jetzt, macht, Signore. Geht es euch gut? Und wie? Come sta? Gut. Die Stadt ist verwirrend. Also auf jeden Fall links. Boah, Leute, es tut mir echt leid, aber das frustriert mich gerade richtig. Ich bin doch gerade eben links gelaufen. Da meinten die, sicher, dass der Weg richtig ist? Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Weg da. Bald sind wir hier fertig. Also müssen wir hier links. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir sind doch... Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Wir sind auf Kurs. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Vergonia! Ihr nennt euch Röm? Oh, mal kurz die Karte. Ignoriert die Markierung. Eine wahre Inspiration. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir sind fast da. Ich möchte euch. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt machen wir Zeit gut. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Er geht in die falsche Richtung. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Schön. Es freut mich. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Bald sind wir hier fertig. Also bis auf ein paar kleinere Fehler hat es ja diesmal ganz gut geklappt. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Gib mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana! Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Oh, rein und raus. Dem Geld zum Bankier folgen, den Bankier eliminieren und dann fliehen. Den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Okay. Das geht jetzt aber schnell. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Die Kiste durch das Fest verfolgen. Entschuldigung. Wir haben nur ein bisschen Zeitdruck. Man weiß, dass... er hat sich auch schnell umgezogen. Man weiß auf jeden Fall, dass ein Assassine da ist. Oder eher gesagt, dass ein ungebetener Gast da ist. So. Der Bankier von... Wir? Aus einem Versteck heraus oder von einer Bank aus? Von einer Bank, okay. Und seht mal da.
Was? Das ist nie passiert. Hallöchen. Grüße. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, eine Orgie hier. Nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Gott, was haben die denn alle an hier? Guckt euch an. Pui. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Ah ja, was sagt man dem? Die Kurtisanen schmeißen sich ordentlich an die Schweizer Garde ran. Oh wei, oh wei. Da war aber jetzt Alarmstufe dunkelrot. Alarmstufe dunkelorange. Beutz. Reicht's aber auch. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Juan Borgia der Ältere. Ja, so viel zu seinem Glauben, ne? Juan war der erste von 10 Neffen, die von Rodrigo Borgia zum Kardinal berufen wurden. Er suchte sich eine privilegierte Position am Borgia-Hof. Im Jahr 1499 half er Cesare mit dem Baron de Valois, eine Treuepflicht auszuhandeln und beeindruckte den jungen Generalhauptmann mit seinem Wissen über französische Vorlieben. Folgenden Vorfall zeichnete der päpstliche Zeremoniemeister Buchard auf. Juan und Cesare saßen beisammen und besprachen finanzielle Angelegenheiten, als ein Diener ein Glas Wein hereinbrachte. Juan nahm einen Schluck, erklärte den Wein als miserabel und beschuldigte den überraschten Diener, den kostbaren echten Wein selbst getrunken zu haben. Dann schüttete er dem Diener den Wein über den Kopf und zündete ihn an. Glücklicherweise entzündete sich der Wein nicht, doch leider wurde der Diener trotzdem hingerichtet, sobald das kleine Feuerchen gelöscht war. Solche Vorfälle müssen Cesare derart beeindruckt haben, dass er Rodrigo Borgias Bankier Agostino Schigi schmähte und stattdessen bei Juan investierte. Juan wurde nach und nach die Verantwortung für Roms Finanzen übertragen. Große Mengen der Steuergelder der Stadt gab er für verschwenderische Feste für seine Freunde aus. Einmal warf er 100 Goldtaler nach nur einmaligem Benutzen in den Tiber. Goldteller, Entschuldigung. Dabei übertraf er Shigi, der dasselbe allerdings nur mit Silber getan hatte. Auch Roms Einwohner waren in die öffentlichen Bereiche dieser Feste eingeladen, doch manche beschwerten sich insgeheim, dass ihr Geld auch sinnvoll ausgegeben werden könnte. Ja, Silber. Ich spare mir einen Kommentar. Ich hoffe, du genießt. Ja, Entschuldigung. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich wollte keine Kosten. Ja, was ist denn los, verdammt? Was soll denn das? Hält mich.
kommt darauf an, welchen Bahn es ist. Wir raten an alle Wallfahrer daran, des Nachts die Brücken und Alarmen nahe den Rhône und Trastevere zu meiden. Die Guardia tut alles Menschenmögliche, kann aber nichts für eure Sicherheit garantieren. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht... Umsonst? Ich muss doch auch irgendwas leben. Hast du denn vielleicht eine Schwester? Nein, aber eine Tochter. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Auf ein Bord! Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Oh, oh, oh. Lehnt sich da jemand gegen Rodrigo auf? Scheint so, oder? Okay, ganz kurz und schmerzlos. Wir brauchen Kurtisanen. Wir brauchen diese Bank hier. Perfekt. Aber schicker Keuschheitsgürtel unten, oder? Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Der Bankier. Ja, es hätte noch gefehlt, dass ich sterbe, ne? Am Sturzschaden. Idee? So. Rein und raus. Synchronisiert. Zu 100%. Also mit der Bank, ganz kurze Erklärung. Ja, das war, dass ich das so gut machen konnte. Porträt von Juan Borja erhalten. Dass ich das so gut machen konnte, liegt einfach daran, dass ich die Schwierigkeiten schon mal hatte. Also es war jetzt nicht eine gottgleiche Idee von mir, das Ganze so zu regeln. Ich habe das Ganze schon mal nicht hinbekommen, dann da alles erkundet, dann die Bänke gesehen und dann gedacht, oh, so geht das. Also, wenn man eben weiß, wie es geht, die Kurtisanen stehen auch wirklich sehr, sehr gut. Also es ist wirklich geschenkt und man weiß, wie es funktioniert. Es ist fast einfacher, als es anders zu machen. So,
Aber ich würde sagen, Leute, das war das Attentat auf Juan Borja, einer der Neffen, und damit gleichermaßen auf den Bankier von Cesare. Was für ihn natürlich jetzt große, große Problematiken bedeutet. Sein ganzes Bankgeschäft bricht damit ja mehr oder weniger zusammen. Er hat die Zechen eingetrieben, er hat das Geld eingetrieben, er hat die Armee finanziert. Wie geht es jetzt weiter? Ja, das erfahren wir beim nächsten Mal. Außerdem machen wir einige der Kurtisanenaufträge, das sind ja doch ganz schön viele. Aber gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Assassin's Creed Brotherhood. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Und treffe ich doch jemals einen solchen Mann? Betrete dieser Mann jemals meine Stadt?